Die Zugspitze. 2962 Meter hoch und damit höchster Gipfel des Wettersteingebirges und vor allem der höchste Berg Deutschlands, welcher auch von der österreichischen Seite aus bestiegen werden kann. Der Weg startet im österreichischen Ehrwald bei der Talstation der Zugspitzbahn und führt uns nach Süd-Südwesten durch einen Wald, wobei links immer wieder die Wand des Schneefernerkopfs bzw. des Zugspitzecks eine mächtige Kulisse bietet und so der Aufstieg wie im Flug vergeht. Für ihre Berühmtheit ist die Zugspitze unter Bergsteigern ein Traumziel oder ein No-Go, denn die Einsamkeit wird man am Gipfel nicht finden können. Heute zeigen wir euch den Stopselzieher-Klettersteig von der österreichischen Seite, um euch eine Möglichkeit zu zeigen, die Zugspitze zu besteigen, ohne im Stau stehen zu müssen oder das Gefühl von Massentourismus am Weg zu haben. Für detaillierte Infos zur Tour und zu unserer Ausrüstung schau unbedingt in die Videobeschreibung. Wenn du mehr Tourguides, Videos zum Thema Ausrüstung und auch Tutorials für den Berg sehen willst, dann würden wir uns über ein Abo freuen. Insgesamt gilt es, bis zum Gipfel ca. 1725 Höhenmeter zu überwinden, womit die Tour schon eher für sportliche Bergsteiger gedacht ist. Außerdem gilt es im Frühsommer und Herbst mit entsprechender Ausrüstung zu starten, da Schnee und Eis zu einer erheblichen Veränderung der Schwierigkeit führen können. Weiter geht es in Richtung Westen und in späterer Folge nach Nordwesten, wo wir etwas mühsam im Geröllfeld sehr schnell an Höhe gewinnen werden. Das Gelände ist unschwer, nur der Schutt ist am Saisonbeginn noch relativ tief. Grundsätzlich sei erwähnt, dass diese Tour Anfang Juni gemacht wurde und deshalb die Bedingungen im oberen Teil der Tour sehr winterlich sind und daher die Eindrücke nicht repräsentativ für eine Sommerbesteigung sind. Im Hochsommer ist die Westseite meistens trocken und der Weg schneefrei, wodurch der Stopselzieher-Klettersteig auch deutlich einfacher wird. Mit einer fabelhaften Aussicht im Rücken steigen wir immer weiter höher in Richtung des Turms der Zugspitzbahn. Hier treffen wir viele Übernachtungsgäste der Wiener Neustädter Hütte, die hier die wunderbare Kulisse genießen. Es lohnt sich, früh aufzubrechen, um nicht zu spät in diesen Passagen zu gehen, da die Sonne vor allem im Sommer schon recht früh auch die Westseite der Zugspitze beleuchtet und erwärmt. Unter der Zugspitzbahn durch kommen wir relativ rasch zur Wiener Neustädter Hütte, bei der man nach Laune auch eine Rast einlegen kann. Die Wiener Neustädter Hütte hat dieses Jahr ab dem 11. Juni geöffnet und bietet mit 35 Betten auch die Möglichkeit, diese Tour auf 2 Tage aufzuteilen. Der Sonnenaufgang muss aufgrund der Westexposition leider ausgelassen werden. Dafür kann man den Sonnenuntergang umso besser genießen.
Es geht weiter über ein gespurtes Schotterfeld, in unserem Fall über ein hartes Schneefeld, welches uns zum Einstieg des Stopselziehers führt. Hier sollte jetzt der Helm angelegt werden. Hin und wieder fällt einem nämlich die Decke auf den Kopf und auch im oberen Teil kann auch der ein oder andere Stein abgetreten werden, vor allem im Frühjahr. Ab hier muss klargestellt werden, dass der Stopselzieher-Klettersteig um diese Zeit noch keine wirkliche Empfehlung ist und durch die Schnee- und Eissituation nur dann durchstiegen werden sollte, wenn alpinistische Erfahrung und vor allem auch die richtige Ausrüstung dabei ist. Der Klettersteig selbst war in der Begehung zu 60% unter festgefrorenem Schnee, wodurch sich auch die Wegfindung deutlich erschwert. Viele ausgesetzte Passagen müssen ohne Stahlseil im rutschigen, brüchigen und vor allem teilweise vereisten Gelände sehr sicher begangen werden, da sonst bei einem Absturz Lebensgefahr herrscht. Erfahrene Alpinisten können den Steig im Frühsommer dennoch durchsteigen. Er ist eine abwechslungsreiche und interessante Erfahrung. Teile des Stopselziehers weisen hier also den Weg und leiten immer weiter nach oben, wobei man die Länge des Steigs nicht unterschätzen darf. Durch die Position in der Wand erhält man oft den Eindruck, gleich da zu sein, hat aber noch sehr viele Höhenmeter vor sich. Da wir aufgrund der schwierigen Bedingungen die letzten 150 Meter direkt durch die Wand in Richtung Süden gewählt haben und den Klettersteig verlassen mussten, weil keinerlei Sicherungen mehr über dem Schnee zu sehen waren, zeigen wir diese Passagen nicht, da wir von einer Nachahmung dieser Variante aufgrund des steilen, hart gefrorenen Schnees in Kombination mit brüchigem Fels ausdrücklich abraten wollen. Wer den Stopselzieher schneefrei begehen möchte, sollte sich also noch etwas gedulden. Und dann steht einem vergnüglichen Abenteuer nichts mehr im Wege. Am Ausstieg auf dem Grat fehlen nur noch wenige Höhenmeter bis zum großen Trubel am Gipfel des höchsten deutschen Berges, wo viele Bahntouristen die ankommenden Bergsteiger bestaunen. Über das Betonplateau hinweg kann man nur noch weiter zum eindrucksvollen Gipfelkreuz und die fantastische Aussicht in jede Himmelsrichtung. Von den Hohen Tauern über die Dolomiten bis in die Westalpen genießen. Persönlich kann ich sagen, dass man bei einem solchen Wetter eine Ewigkeit auf dem Gipfel verbringen könnte und einzig die Kälte einen nach einer Weile wieder ins Tal zieht. Wenn dir der Tourguide gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, das hilft mir sehr. Außerdem würden wir uns sehr über ein Abo freuen, damit du in Zukunft keine Videos der Alpen Academy mehr verpassen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und Bergheil!